So, da ist er wieder, der Camper Thomas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute um ein Update für unseren Lastrada. Sei kurz noch erwähnt, ich befinde mich hier in Bad Abbach bei Regensburg. Und zwar auf dem Stellplatz der Kaisertherme. Da ist die Therme und hier drüben ist der Stellplatz. Ich mache jetzt hier keinen ausführlichen Bericht über den Stellplatz. Es sei gesagt, der Stellplatz ist wunderschön angelegt, ist sehr, sehr ruhig. Also die ganze Nacht war es sehr ruhig. Ich bin gestern sehr spät angekommen. Den ganzen Tag Regen, also eine nicht so schöne Fahrerei. Umso schöner ist es natürlich, dieses traumhafte Wetter heute wieder genießen zu können. Ja, ich habe bezahlt für diesen Stellplatz 13,80 Euro inklusive Strom. Und zwar setzt sich der Preis zusammen aus 12 Euro Platzgebühr und 1,80 Euro Kurtaxe, die ja fällig wird, wenn man in einem Kurort ist. Und jetzt nehme ich euch mal mit zu meinem Lastrada. Von dem gibt es übrigens auch noch keinen ausführlichen Bericht, der wird natürlich folgen. Ich weiß auch nicht, also wie gesagt, ich mache mich jetzt dann auf nach Echzell in Hessen zum Lastrada-Team und bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dort filmen kann. Es ist jetzt bislang noch nicht vereinbart. Die Auflagen sind ja immer noch ziemlich hoch und wir werden sehen. Sollte ich nicht filmen können, dann gebe ich euch auf jeden Fall ein paar Eindrücke vom Update und wir schauen jetzt uns mal gemeinsam an, um was es denn überhaupt geht. Kurz zu meinem Lastrada Avanti C. Ich bin mega zufrieden mit dem Fahrzeug. Also ich finde nichts, was man kritisieren müsste, was nicht toll ist oder wie auch immer. Mit Ausnahme vom Kochfeld. Ist ein Dometic-Kochfeld. Ich denke, dass das in vielen Fahrzeugen verbaut ist. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so ein Kochfeld habt, wie ihr damit zufrieden seid. Gefällt es euch auch nicht? Stelle ich mich einfach nur dumm an damit. Aber wir schauen uns mal an, um was es geht. Und zwar, ihr seht es schon, ich habe das jetzt bewusst nicht geschönt, verändert oder wie auch immer. Der große Knackpunkt, finde ich, sind hier diese Aufnahmen von diesen Einsätzen, wo dann später der Topf drauf steht. Das heißt, wir haben hier diese Gummiböppel, wie auch immer, die gehen unwahrscheinlich schnell kaputt. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze rausziehe, man sieht schon, hier die beiden sind gar nicht mehr drin. Ich ziehe das raus, der Gummiböppel geht kaputt oder er rutscht durch beim Reinstecken. Das geht für so ein Fahrzeug gar nicht. Ja, das Waschbecken ist okay. Wobei man sagen muss, ja, was soll jetzt beim Waschbecken auch großartig nicht okay sein. Da spüle ich ab etc. Aber die Kochfeldthematik gefällt mir überhaupt nicht. Und jetzt habe ich mit dem Marco Lange gesprochen von Lastrada. Wir haben eine tolle Einigung gefunden. Lastrada hat nämlich in den Modellen 2020 ein eigenes Kochfeld drin. Und ich habe das gesehen, und zwar auf der CMT in Stuttgart. Hat mir super gut gefallen. Das heißt, wir sprechen dann nicht mehr wie hier von drei Kochstellen, sondern nur noch von zwei. Wobei ich sagen muss, drei Kochstellen auf diesem Platz, das weiß sicherlich jeder, der schon mal im Wohnmobil gekocht hat. Wo stelle ich denn da drei Töpfe hin oder zwei Töpfe und eine Pfanne? Also ich denke mal, dass man mit zwei auch gut auskommt.
und wir schauen uns das an. Wie gesagt, ich habe jetzt noch 3,5 Stunden ungefähr Fahrt nach Echzell und morgen früh dann den Termin. Und ich hoffe, ich kann ein bisschen filmen, kann ein bisschen berichten davon. Und wenn nicht, dann schauen wir uns einfach gemeinsam das fertige Ergebnis an. Und ich freue mich riesig auf dieses Update, weil, wie gesagt, ich mit dem Fahrzeug super zufrieden bin. Auch das hier ist natürlich ein Thema. Ja, jetzt kann der ein oder andere sagen, ja, da musst du nur den Stopsel wieder draufstecken. Aber ja, ich bin da schon eine Prinzessin, dass ich sage, okay, das geht nicht. Das muss anders zu lösen sein. Also freue ich mich jetzt auf die Fahrt in der Sonne anstatt im Regen und hoffe, ich kann für euch morgen in Echzell noch ein paar Aufnahmen machen. Auf jeden Fall bekommt ihr von mir das Update vom fertigen neuen Kochfeld und bis dahin darf ich mich verabschieden mit den schönen Bildern von diesem toll angelegten Stellplatz und obwohl ich noch eine Weile fahren muss, sehen wir uns dann gleich. Ja, die lange Fahrerei hat ihr Ende gefunden und ich bin überraschenderweise, also das war gar nicht geplant, an einem wunderschönen Platz gelandet. Ich habe gestern, ich glaube, 4 Plätze angefahren, alle waren voll. Das heißt, auch bei uns in Bayern beginnen ja mit nächster Woche die Ferien und ich glaube, das wird spannend. Also auch auf der Hinfahrt zu La Strada war alles ziemlich belegt und ich habe diesen Platz nur angefahren, weil drin stand, es haben 46 Wohnmobile Platz und da dachte ich mir, ich werde einen finden. Ich bin am Rotsee bei Hilpoltstein, also zwischen Hilpoltstein und Nürnberg. Und es war gar nicht geplant, diesen Platz noch zu zeigen, aber das muss ich im nächsten Video machen. Also schaut euch das an. Das ist wirklich ein super, super Ziel hier. Warum wir aber jetzt hier zusammen sind, ist ja ein anderer Grund. Das Ergebnis des Updates oder Upgrades, ich habe gestern noch lange überlegt, was ist denn jetzt eigentlich ein Update, ein Upgrade? Egal. Wir schauen uns das gemeinsam an. Schaut mal, ich habe auch hier den Camper Tobi immer dabei. Viele Grüße gehen raus. Und jetzt schnacken wir nicht mehr lange, sondern schauen uns das Ganze an. Was mir aufgefallen ist, ich habe sicherlich rein subjektiv ein bisschen gewettert über das Kochfeld, das vorher hier drin war. Nehmt mir das nicht krumm, das war wirklich rein subjektiv. Ich habe auch mit La Strada nochmal gesprochen. Die sagen, die meisten sind wirklich damit zufrieden. Und deswegen einfach die subjektive Meinung von mir gewesen, gut oder schlecht, das muss sowieso immer jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, das ist jetzt die La Strada Kochspüleinheit 2020. Was als erstes auffällt ist, hier haben wir so gut wie keinen Aufbau mehr. Das Ganze ist versenkt. Sieht natürlich super, super toll aus und ich habe mir auch sagen lassen, rein pragmatisch muss das Ding kochen können und spülen können. Aber ja, ich bin nicht so der Pragmatiker. Natürlich muss alles funktionieren, aber es muss auch eine gewisse Optik da sein. So, jetzt machen wir das auf. Und wie ich es anfangs schon gesagt habe, von 3 auf 2 Flammen. Aber man sieht schon, es ist einfach wesentlich mehr Platz da. Es ist wunderschön gestaltet. Diese Knöpfe hier, das ist ja schon Zuhause-Feeling. Und
eben nicht mehr diese kleinen Aufsätze, sondern einen großen Rost. Was bedeutet, wenn ich den jetzt relativ einfach hier rausnehme, dann kann ich sofort wunderbar sauber machen. Ja, also alles, was hier zum Saubermachen ist, wird dann rüber in die Spüle geschickt. Und genauso leicht lässt sich das natürlich wieder zurückmontieren. Was ich jetzt nicht zeigen kann, ist, die Oberfläche ist hier relativ rau. Das heißt, wenn ich da einen Topf drauf stelle, der bewegt sich gar nicht. Also den schiebe ich nicht mal hin und her. Ist natürlich super für den Camper. Der Topf steht hundertprozentig sicher. Das Waschbecken, auch ein bisschen ein Highlight. Das heißt, diese Kantungen, die aus den Ecken da zu sehen sind, führen in die Mitte. Das heißt, das Wasser läuft immer sofort ab in den Abfluss und bleibt nicht in irgendeiner Ecke stehen. Also ja, was soll ich noch groß sagen? Es ist eine super Sache. Es ist optisch mehr als gelungen. Funktionell kann ich natürlich noch gar nicht viel berichten, außer eben sicherer Topfstand. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die große Kochstelle ein bisschen mehr Dampf hat. Aber auch das kann subjektiv sein. Alles in allem für mich ein Wahnsinns-Highlight. Ich denke, der ein oder andere kann das verstehen. Ach, wir hatten noch hier das Thema der Glasauflagen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Glasauflagen das vorher waren. 7, 8, keine Ahnung. Die sehr schnell sich lösen. Und jetzt haben wir hier für die Scheibe vom Kochfeld genau 2 Auflagen, 2 vernünftige Auflagen. Und für die Scheibe vom Waschbecken haben wir eine. Das heißt, das Ganze, ja, also, und schon. Ja, ich kann euch das bislang uneingeschränkt empfehlen. In den 2020 Modellen sind ja diese Felder schon standardmäßig verbaut. Wenn jemand die Thematik hat, die ich hatte, kann ich das nur empfehlen. Ist ein wirklicher Mehrwert, und wer in seinem Kastenwagen, in seinem Bus gerne kocht, ist damit absolut gut beraten. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an La Strada, die es überhaupt möglich gemacht haben, dieses Upgrade durchzuführen. War ein toller Besuch, nette Kontakte, ein ganz, ganz liebes Team. Und ich mache mich jetzt auf, die Emotionen einzufangen von diesem tollen Platz hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann.